Hallo und herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks. Wir haben wirklich ein paar Tage vor der Spiel. Oh, morgen fahren wir zu Spiel. Aber morgen ist erst Mittwoch, das heißt, nur wir sind dort. Nur die ganze Presse und die Aussteller und so weiter. Zeigen morgen alle Neuheiten, die es gibt. Ja, da könnt ihr euch echt auf was freuen. Aber vorher haben wir noch ein Paket zugeschickt bekommen. Wir kriegen hier immer mal wieder ein paar Sachen, ein paar Neuheiten an. Super spannend. 7,5 Kilo haben wir hier drin. Ach, schön, oder? Also, ich habe nur eine Vermutung, was drin ist. Ich bin nicht ganz so. Das wird richtig gut. So. Also, Verpackungsmaterial. Kommen wir später auf. Ach, schön. Also, wir haben hier ein Paket von Frosted Games. Schaut mal, das ist das Unbewusste. Gibt es jetzt endlich auch auf Deutsch. Genau, kann man auf das Spiel testen, kaufen. Ja, boah, da bin ich so gespannt wegen dem Thema, die das umgesetzt haben. Und da gibt das ganze Spiel ist ja auch in zwei Zeichenstilen gemalt. Das heißt, wir haben hier einmal Vincent de Trey und den anderen Andrew Bosley. Die haben das gezeichnet. Es gibt die Traumwelt, die von Vincent de Trey gezeichnet ist, und einmal alles andere. Wir können das sehr gerne aufmachen. Schön. Und das, ich glaube, hier oben ist halt Vincent de Trey. Hier Andrew Bosley. Schön, sieht richtig, richtig gut aus. So, jetzt haben wir aber mal das Innere. Das sieht manchmal anders aus als das Cover. Siehe Black Forest. Okay, also, wir haben hier ganz viele Sachen zum Ausstanzen. Oh, hier die Figürchen. Oh, schön, schön. Sieht richtig qualitativ aus. Guck mal da, die Figürchen. Wir haben hier bedruckte Meeple Sprechblasen. Dann haben wir so Kristalltokens, so durchsichtige. Oh, schönes. So ein Inlay finde ich auch immer richtig praktisch. Und ich muss sagen, diese Plastik-Inlays gefallen mir am meisten, weil die so leicht sind. Alle anderen Inlays, die machen das Spiel aber dann auch umso schwerer. So, wir haben hier solche Tableaus. Wir haben Double Layer. Auch jeder kriegt auch ein anderes. Das sind die verschiedenen Artworks. Das sieht auch spannend aus. Wir haben hier so transparente Karten. So mit so Zeichnungen drauf. Oh, das wiegt auch was. Spannend, spannend. So, hier gibt es einiges zu entdecken. Ich freue mich sehr. Da freue ich mich sehr drauf. Und da habe ich bisher auch eigentlich nur Gutes gehört. Townsfolk Tassel habe ich gerade verraten. Du kannst es auch schieben. Okay, was haben wir hier drin? Oh, das ist ein bisschen schwerer. Nein, ich nehme mal den. So. Schön, schön. Noch ein gehyptes Spiel. Ist jetzt auch endlich auf Deutsch erschienen. Ist schon vorher im Englischen gewesen. Englischen da gewesen. So, ich brauche noch mal mein Messerchen. Ein echt großes Spiel, das habe ich nicht erwartet. Spannend, aber ja, es ist so ein bisschen dieses Cartoon-hafte, aber dieses böse Cartoon-hafte, ich weiß es nicht. Aber wir kämpfen hier gegen die Bösen, keine Angst. Wir sind nicht böse. Wir sind nicht böse. Wir sehen hier die Bluttropfen, die vom Spiel runtertropfen. So. So ein Line-Finish, das Cover, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ein bisschen. Noch mehr Auflage. Okay, da geht es um die Erweiterung. Genau, wir haben hier Anleitung und Schicksale. Das ist eins der wenigen Miniaturenspiele dieses Jahr. Irgendwelche Schicksale gibt es hier. Na gut, das schauen wir uns später an. Aha, wir haben hier die Landkarte. Ich weiß gar nicht so viel von dem Spiel. Ist das ein Kampagnenspiel? Wenn wir schon hier eine Landkarte haben? Nein, es ist ein Boss-Battler, aber du spielst dreimal und danach gibt es so einen finalen Boss. Also du kämpfst zweimal glaube ich gegen einen kleinen Boss und dann einmal gegen einen großen Boss. Schau mal. Wir haben sind das die Bösewichte? Ja. Ganz? Die habe ich gekämpft. Die Dame hier. Hier, das sind das, die sind wir das oder sind das die Bösewichte wieder? Nee, das hier sind wir. Das ist unser Track. Das ist ein
Man hört mich, glaube ich, gar nicht, weil ich kein Mikro habe. Ach so. Das ist so ein Boss-Battler, aber der mehr so um Fun geht, Kämpfen. Der kann aber auch ein bisschen länger dauern. Also lasst euch hier nicht, das ist jetzt kein Spiel, das hier 60 Minuten spielt, sondern es dauert, ja, 180 Minuten steht auf der Verpackung. Ja, weil man halt 3 Bosse legt. Das heißt tatsächlich, wenn ihr wenig Zeit habt, könnt ihr sagen, okay, wir machen nur die erste Mission von 3 oder 4. Und, wow, in dem Spiel ist so viel drin. Wir haben natürlich noch die Miniaturen von all unseren Helden. Die Bösewichte haben wir hier als Pappaufsteller. So, schönes Inlay wieder. Wir haben genau dasselbe wie gerade. So, und das sind wahrscheinlich die Bösewichte, oder? Mhm. Genau, der Lieferant. Die haben wir halt auch nochmal als Miniaturen. Ah, doch, als Miniaturen. Ah, interessant. Spannend. Guck mal, hier haben wir noch Freddy Froschmilch. Ganz das viele Karten. Lustig, wie die das hier im Deutschen übersetzt haben. Dann, ne? Upsi Daisy. Freddy Froschmilch. Wow, wow, wow. Ja, eigentlich brauchen wir das Spiel gar nicht mehr, ne? Ja, natürlich. Es hat auch jemand kommentiert, das ist, sagt, ja, das lohnt sich ja preislich gar nicht, zu Spiel zu gehen. Ja, das ist wahr, aber deswegen gehen wir gar nicht zu Spiel. Wir gehen nicht zu Spiel, weil wir ganz viele Spiele haben wollen. Das auch. Das ist ein kleiner Bonus, ein ganz großer Bonus, aber es ist auch so faszinierend, immer wieder diese Atmosphäre zu erleben, dass so viele Leute auf einem Fleck sind, die alle nur am Spielen sind. Du kannst dich an jeden Tisch setzen, alles Mögliche erleben. Hä? Der nicht besetzt ist. Ja, natürlich. Setz dich nicht an besetzte Tische. Und deswegen ist es ein ganz, ganz besonderes Ereignis. Und ja, dass die ganzen Spiele auch noch zum Spiel rauskommen, ist da natürlich noch riesengroßer Vorteil. Und darauf freuen wir uns natürlich auch. Also es gibt noch ein paar Sachen, die ich sehen möchte. Deswegen zu spielen muss ich noch. Das werdet ihr morgen alles sehen, weil morgen geht's zur Neuheldenshow. Wally kommt. Anders als letztes Jahr ist Wally dieses Jahr nämlich dabei. Letztes An 3 Jahr, Tagen bin ich dabei. Ja, letztes Jahr ist Wally leider krank geworden und dann war ich da alleine. Das war sad. Ja, das war ganz schlimm letztes Jahr. Aber heute reden wir nicht mehr davon. Nee, wirklich. Hat uns Frosted Games nochmal ein richtig schönes Geschenk vor das Spiel zugeschickt. Es ist kein Geschenk, ne? Aber ja, für uns. Wir freuen uns drauf. Tschüss, bis morgen.